der Tod Jesu am Kreuz war nicht nur, damit unsere Sünden vergeben werden können und wir in den Himmel kommen. Der Tod Jesu Christi war, damit wir hier auf Erden ein Leben im Überfluss leben können. Der Tod Jesu Christi beinhaltet alles, was die Bibel sagt. Und wenn wir nicht in diesem Leben im Überfluss leben, dann ist es genauso, als wir zu Jesus sagen würden, ich glaube nicht, was du für alles Zeit hast. Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören und um dir ein Leben über dem Durchschnitt zu geben. Er ist gekommen, damit wir die Fülle des Lebens haben. Wenn du nicht das Leben in der gleichen Qualität, nämlich ohne irgendwelche Einschränkungen, erlebst, wie es Jesus gelebt hat, dann lebst du nicht so, wie er es für dich geplant hat. Und es ist eine Verachtung des Kreuzes. Schau her. Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens, in Betreff dieses Übernatürliches, Göttliches, Außergewöhnliches, Hervorragende, uneingeschränkte Leben geschenkt hat, nicht schenken wird. Freunde, wenn Gott uns wirklich durch seine göttliche Kraft alles gegeben hat, was wir brauchen, um dieses außergewöhnliche, göttliche Leben über dem Durchschnitt und dieses Leben im Überfluss zu erleben, dann müssen wir aufhören, um diese Dinge zu bitten. Wir müssen im nehmenden Glauben unser Leben leben. Nehmender Glaube fängt so an in der Früh. Herr, danke, dass ich alles habe, was ich zum Leben über den Durchschnitt brauche. Heute wird sich das in meinem Körper manifestieren. Durch unwahrscheinliche Gesundheit, durch Energie, durch mentale Stärke und Kraft. Heute wird sich in meinem Leben diese göttliche Kraft manifestieren, in meinen Finanzen, in allem, was ich brauche, um dieses überschwängliche Leben zu leben. Und so beginne ich meinen jeden Tag. 2 Jahre später, Frage, hast du dein Auto schon? Sie hat gesagt, nein. Ich habe schon 2 gekriegt. Habe ich gesagt, andere Frage, hast du einen Urlaub gekriegt? Nein. Ich habe so Urlaub gemacht, aber bin heute noch verschuldet, weil mir dann noch bei der Urlaub so teuer war. Sag ich, wir haben einen Urlaub gekriegt, um 15.000 Euro geschenkt. Mit der Bedingung, dass wir jeden Cent für den Urlaub in unserem Bund verwenden müssen oder das Geld zurückziehen müssen. Also haben wir Urlaub gemacht in Südafrika. Alle die Dinge, wo sie sich 2 Jahre lang gebettelt hat, haben wir gekriegt, ohne Gott hier um irgendwas zu bitten. Wisst ihr warum? Wenn er uns alles geschenkt hat, müssen wir im nehmenden Glauben beginnen, unser Leben zu leben. Und wenn wir in unserem Leben Einschränkungen erleben, können wir Gott die Schuld nicht geben, denn Gott hat die Einschränkungen durch das Vollbracht des Werkes Kreuzes von uns genommen. Er hat uns in Christus hineingegeben und einen ewigen Bund geschaffen. Und wenn wir gemäß dem Leben und im Glauben leben, dann wird es diese Einschränkungen nicht mehr geben. Jesus und ich, wir haben dieselbe DNA. Wir sind Brüder. Schau, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass er, der uns zuvor ersehen hat, er hat uns vorherbestimmt. Gott hat immer schon bestimmt gehabt, dass du, schau was, dass du gleichgestaltet wirst. Wie geschieht diese Gleichgestaltung? Die geschieht durch viel Leiden und viel Trübsal. Je länger ich leide, desto ähnlicher werde ich Jesus. Nein, je länger du leidest, desto armseliger wirst du und keiner will so sein wie du. Aber der Herr führt mich in die Wüste. Mein Herr ging für mich in die Wüste, damit ich ins verheißene Land kann. Es ist vollbracht, Freunde. Reinhard Hitler lehrt in seiner Lehre über den Neuen Bund immer wieder, dass wir die DNA von Jesus Christus haben und dass wir in dem Sinn auch unbegrenzte Möglichkeiten haben, weil Jesus Christus ja unbegrenzt auch ist in seinen Möglichkeiten. Und es geht dann an einer Stelle darum, um die Frage, wie können wir diesem Jesus Christus immer ähnlicher werden? Und dann stellt er diese Frage ein bisschen ironisch oder rhetorisch, ja, durch Leiden und Trübsal werden wir Jesus Christus immer ähnlicher. Aber das ist nicht der Fall, sagt Reinhard Hitler. Und er sagt dann Folgendes. Also er sagt, je länger du leidest, desto armseliger wirst du und keiner will so sein wie du. Und es gibt erstmal großes Gelächter auch von den Zuhörern. Mhm. Und wenn derjenige sagt, ja, der Herr führt mich in die Wüste, dann sagt Reinhard Hitler, mein Herr ging in die Wüste, damit ich ins verheißene Land kann. Es ist vollbracht, Freunde. Also mit anderen Worten, Leiden hat eigentlich im Leben oder auch Wüste im Leben eines Jesus-DNA-Jüngers nicht verloren. Aber wir lesen im Neuen Testament etwas anderes.
Apostelgeschichte 14, 22, eine sehr wichtige Stelle, wo Paulus seine Jünger, die Jünger Jesu Christi, die er in die Jüngerschaft geführt hat, lehrt er Folgendes. Überall ermutigten sie die Jünger und ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben. Wir müssen durch manche Bedrängnis hindurch, sagten sie, bevor wir in das Reich Gottes einkehren. Was sagst du dazu? Klingt anders als, je länger ich leide, desto armseliger werde ich. Und Paulus selbst, wenn wir auch Paulus anschauen, wie er seinen Dienst beschreibt, wie er sein Leben beschreibt, als Nachfolger Jesu Christi, als Apostel, als Gesandter, ist schon sehr eindrücklich. 1. Korinther 4, 10 bis 16. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Ich fühle mich erinnert an Jesus, der gesagt hat, er hat auch nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Vögel haben ihre Nester und Füchse ihre Höhlen. Genau, haben keine bestimmte Wohnung. Es ist ihm so ergangen wie Christus. Er ist in den Fußstapfen von seinem Meister gelaufen und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu, wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch noch viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus. Meine Wege in Christus. Wie ich lebe, so wie Christus gelebt hat. Wir haben diese christliche DNA. Wir haben diese Jesus-Christus-DNA. Amen. Aber diese Jesus-Christus-DNA, ja, sie beinhaltet auch Überfluss. Das ist doch wahr. Paulus schreibt auch von Überfluss. Er schreibt aber auch von Mangel. Beides. Reinhard Hitler sagt in einem, oder aufgrund von 2. Petrus 1, Vers 3, alles ist mir geschenkt zum Leben, im Sinne von einem Leben ohne Begrenzung, absolut keine Begrenzung, bringt er ein Beispiel und sagt Vergleich mit einer Pastorin, die immer wieder gebetet hat um ein Auto und auch, dass sie mal Urlaub haben kann. Dann sagt Reinhard Hitler, fragt sie irgendwann nach einer gewissen Zeit, wenn sie immer wieder gebetet hat, und wie sieht es aus? Ja, nein, ich habe immer noch kein Auto und keinen Urlaub. Und dann sagt Reinhard Hitler, ich habe mittlerweile 2 Autos geschenkt gekriegt und auch Urlaub geschenkt gekriegt, 15.000 Euro, wo ich jeden Cent verbrauchen musste, weil das die Bedingung war. Klar ist es so, dass Gott uns auch beschenkt, das erleben wir jetzt auch als Familie. Ich war 7 Jahre Pastor, dann gekündigt und Jesus hat uns auf neue Wege geführt und seit 5 Jahren, mehr als 5 Jahren jetzt, ohne festes Einkommen. Und was wir erlebt haben an Versorgung, das ist gigantisch. Wir durften in Häusern leben, sehr günstig, aber wir haben auch eine Zeit in einem Mehrbettzimmer verbracht. Als vielköpfige Familie, mittlerweile haben wir 5 Kinder, damals hatten wir weniger, aber in einem Mehrbettzimmer haben wir dort 3 Monate verbracht und ich habe gedacht, wow, was für ein Leiden, und dann hat mich der Herr, also nein, ich habe es nicht so gedacht, aber wir haben dann zuerst schon gedacht, eigentlich Herr, warum hast du uns jetzt nicht wieder in ein Haus geführt, oder? Nach 2 Jahren, wo wir 2-mal umgezogen sind und so gesegnet waren mit wunderschönen Häusern, warum jetzt dieses Mehrbettzimmer für diese 3 Monate? Und dann hat mich der Herr auf einem Lukas 10 Einsatz, wo wir durch den Heiligen Geist mega spannend an einen Ort geführt wurden, Wunder erlebt haben, habe ich eine Nacht draußen, also im Bahnhof verbracht und wow, gefroren und wow, wie wir jetzt auch ein bisschen frieren, gell? Wo wir hier aufleben. Und dann haben wir diese Nacht dort draußen verbracht und ich habe dort Flüchtlinge getroffen, die im Transit waren, eine Mutter mit ihren Kindern
Und habe einfach gedacht, hey, wie kannst du dankbar sein für dein Mehrbettzimmer? Wie kannst du dankbar sein für dein Mehrbettzimmer? Wie kannst du dankbar sein? Und schau mal, wie viele Menschen da draußen einfach viel weniger haben als du. Und dann sagt Paulus, es soll uns genügen, dass wir Essen und Kleidung haben. So sagt er es. Und die Geldgier ist das Wurzel allen Übels, sagt Paulus. Es ist so gefährlich und es ist Mangel. Wir können auch Mangel haben als Jünger Jesu, obwohl Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie ein Leben in Überfluss haben. Auch Mangel kann in dem Sinn Segen sein und halt auch dazugehören, dass wir wachsen, dass wir bei Jesus dranbleiben, auch wenn es mal schwierig ist. Das gehört zu unserem Leben dazu. Paulus sagt in Philipper 4, 10 bis 13. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart. Aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Also er spricht, ich habe mich gelernt, darin zu begnügen, auch wenn ich Mangel habe. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben. Beides gehört zum Leben eines Jüngers dazu. In jedes und in allem bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Nicht nur Mangel zu haben, sondern Mangel zu leiden. Beides weiß er. Ist jetzt einfach Paulus zu wenig gläubig? Hat Paulus zu wenig verstanden, dass eigentlich Leiden nicht zum neuen Bund gehört? Dass Mangel ein Fremdwort ist? Nein, das gehört dazu. Alles vermag ich, Vers 13, vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das heißt, Gott kommt auch in Mangel, wenn wir Mangel haben, wenn wir Nöte haben in unserem Leben, kommt Gott zur Ehre. Warum? Weil er uns durch diesen Mangel, durch diese Not hindurchhilft. Das ist es. Gott will in allem geehrt werden. Und darum lässt er auch Nöte zu, dass er sich verherrlicht, weil er uns Kraft gibt, da durchzugehen. Halleluja. Halleluja. Das ist Wahrheit. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Möchtest du noch was dazu sagen? Weil ich habe noch einen Punkt. Ja. Wenn ich nochmal zu unserem Meister zurückkommen darf, nämlich zu Jesus selber, der auch nichts anderes sagt als Paulus. Jesus sagt in Matthäus zweimal, in Matthäus 10 sagt er, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und in Matthäus 16 sagt Jesus, da sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, wenn jemand so sein will wie Jesus, so gehen will wie Jesus, seine DNA haben will, was soll der tun? So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und auch dort, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Unsere Hoffnung und unsere Fülle und dieser Reichtum von Jesus, der wird kommen. Der wird da sein, wenn er in Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen wird und er jedem vergilt nach seinem Tun. Und ich wünsche mir, dass du, wenn du das hörst, dass du dir Schätze im Himmel sammelst und nicht auf der Erde. Amen. Und es ist einfach schon sehr entscheidend, oder? Ich sage jetzt nicht, oder Reinhard Hitler, ich will es glauben, dass es wahr ist, wenn er sagt, hey, ich will alles weggeben. Ich will, er sagt, er hat zum Ziel 99% will er weggeben, will nur von 1% leben. Und ich glaube auch das, was er tut, auch für diese weisen Kinder dort, das ist doch alles vorbildlich, das ist doch keine Frage. Nur die Frage ist einfach, Reinhard Hitler, ist das okay, wenn du lehrst, wir sind gesegnet mit allem, was wir brauchen, ist Überfluss da und nachher bringt er dieses Beispiel, oder ich habe mittlerweile 2 Autos geschenkt gekriegt, ich habe diesen Urlaub gekriegt. Wie ist das für Leute in Afrika? Wie ist das für Leute in ärmeren Regionen, die nicht so reiche Spender haben, in Anführungszeichen, wenn ich das mal so sagen darf, wie wir?
was ich ja teilweise auch erlebe. Und dort einfach auch zu wissen, hey, es geht nicht um den materiellen Überfluss. Es geht nicht um den materiellen Überfluss. Es geht um den geistlichen Überfluss. Gott schenkt uns manchmal auch materielle Segnungen, das ist kein Thema. Aber es kann nicht sein, dass dann der Afrikaner, wie ich das auch in afrikanischen Ländern erlebt habe, hört von vorne, stell dir vor, nimm es im Glauben an. Nimm es im Glauben an, du fährst schon dieses Auto, weil das gehört dir jetzt, oder? Und dann sind diese Leute so fokussiert, eben diesen nebenden Glauben für solche Dinge zu vollbringen, wo Paulus eigentlich davor warnt, dass wir nicht an irdischen Dingen oder auch Jesus, wie du es gesagt hast, unser Herz hängen sollen. Ich möchte noch auf eine Stelle eingehen, und das ist eine sehr, sehr spannende Stelle, die einfach Dinge offenbart, auch wie Reinhard Hitler teilweise, ich muss es jetzt wirklich so sagen, die Bibel sehr subjektiv auslegt, so dass es in seine Theologie passt. Und das ist etwas sehr, sehr Gefährliches, etwas auch Erschütterndes. Und ich möchte das wirklich jetzt anhand auch dieses Beispiels Überfluss, nicht leiden und all diese Dinge bringen. Und zwar, er bringt Römer 8, Vers 19. Liest aber nicht Vers 18 und die anderen Verse, sondern einfach Vers 19, Römer 8, 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und jetzt, wie Reinhard Hitler das auslegt, ist so. Die Söhne Gottes sind die Leute, die den neuen Bund verstanden haben. Die verstanden haben, wir haben alles in Christus. Es ist vollbracht. Wir haben den Überfluss, wir haben Heilung, wir haben all diese Dinge. Alles ist da. Und Leute, die das gecheckt haben, dass diese Söhne Gottes dann eben die sind, sagt Reinhard Hitler, die sich dann offenbaren durch ihre neue Identität im neuen Bund. Und dann sagt er Folgendes, nämlich, also es geht um die Gegenwart, es geht um die gegenwärtige Offenbarung. Das ist diese Schöpfung, und er sagt dann Österreich, Deutschland, die Schweiz, sie warten darauf, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden, dass die Leute die DNA Christi haben, und dann wird ganz Deutschland, Schweiz und Österreich verändert werden, wenn wir verstehen unsere DNA in Christus und endlich so leben, wie Christus es gemeint hat. Also er bezieht diesen Vers Römer 8, 19 auf die Gegenwart, auf das, was jetzt hier geschehen soll durch diese Predigten über den neuen Bund, durch Reinhard Hitler. Dass wir endlich erfassen und dass dann endlich diese ganze Schöpfung erlöst wird. Sorry, das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch. Römer 18 zeigt, es geht um etwas Zukünftiges. Es geht um eine Offenbarung der Söhne Gottes in Zukunft. Um das geht es. Römer 8, 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, jetzt haben wir das wieder mit den Leiden, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen, nicht der gegenwärtigen, der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und jetzt Vers 19 ist die Begründung dessen. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das ist etwas, was zukünftig geschehen soll. Jetzt, Paulus hat den neuen Bund verstanden. Ich glaube, das bestreitet Reinhard Hitler nicht. Paulus hat den neuen Bund verstanden. Und er sagt, obwohl er den neuen Bund verstanden hat und gemäß auch Reinhard Hitler, würde ich sagen, im neuen Bund gelebt hat und diese Identität wahrhaftig gelebt hat, sagt, es steht noch aus, es ist zukünftig. Und dann geht es weiter. Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also es geht um diese Vergänglichkeit in der Schöpfung. Dass eben immer noch Tod da ist und all diese Dinge. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinggabe des Geistes haben, auch wir selbst, was tun wir? Seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung
unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Und so weiter. Das heißt, es ist ganz klar, es gibt noch nicht diese Vollendung unseres Körpers. Und das ist der Zusammenhang von Römer 8, Vers 19. Erst wenn Jesus wiederkommt, werden wir einen neuen Leib kriegen, werden wir endlich endgültig dann von der Sterblichkeit erlöst sein und dann wird auch die Schöpfung erlöst sein. Römer 8, Vers 19, für seine eigene Theologie einzuspannen, auf diese Art halte ich für sehr, sehr gefährlich. Wir alle müssen lernen und auch verstehen, wir haben Stückwerk in Bezug auf die Erkenntnis der Bibel. Wir alle lernen dazu. Aber diese Art der Bibelauslegung finde ich sehr, sehr gefährlich. Einen Vers rauszunehmen, für seine eigene Theologie passend zu machen und den ganzen Zusammenhang zu ignorieren, das ist sehr gefährlich. Und ich bitte euch, wir bitten euch einfach, bitte, wenn ihr Reinhard Hitler gehört habt, bitte lest die ganze Bibel durch, nochmal neu. Und lest sie nicht mit der Brille von Reinhard Hitler, sondern lest sie, wie sie da steht. Und dann werdet ihr merken, wie viele Widersprüche es gibt zu der Lehre von Reinhard Hitler über den Neuen Bund. Unsere Empfehlung, lest die Bibel ganz neu. Thank you.